Zaghaft, ja fast schon etwas widerwillig, näherten sich Schalke-Trainer Ralf Rangnick und Duisburgs Coach Milan Sasic für die Fotografen dem Objekt der Begierde. Aus Aberglaube legte keiner im Vorfeld des Pokalfinals seine Hände an den Pott. Dafür steht viel zu viel auf dem Spiel. Es ist, wenn man so will, ein Qualifikationsspiel für die Euroleague. Ein Spiel, in dem die Entscheidung fällt, und genau so werden wir das Spiel auch angehen. Der Druck liegt nicht bei den von Sasic trainierten Duisburgern, sondern eindeutig bei Rangnick und seinen Schalkern. Unter dem ehemaligen Hoffenheimer Coach haben die Knappen zuletzt 6-mal in Folge verloren. Ein Sieg gegen den Zweitligisten Duisburg ist Pflicht, um die Saison noch zu retten. Und deshalb gehe ich auch fest davon aus, dass die Mannschaft sich morgen auch durch diese Atmosphäre nochmal zusätzlich beflügeln lässt und zu dem, was sie zuletzt gezeigt hat, da sicher auch nochmal in der Lage ist, eine Steigerung hinzuzufügen. Den Schalkern könnte die Personalnot des Gegners in die Karten spielen. Fast die halbe Duisburger Mannschaft ist verletzt oder gesperrt. Auf die Frage eines Journalisten, ob es über Nacht neue Hiobsbotschaften gab, antwortete Sasic mit Galgenhumor. Ja, Nacht habe ich mit Spieler nicht verbracht. Der Außenseiter will sich jedoch von dem personellen Problem nicht unterkriegen lassen. Wir wollen nicht weglaufen von Problemen, was wir haben, aber noch weniger wollen wir aussehen wie einer, was jammert. Der Kampf um den Pott im Olympiastadion hält noch eine Überraschung parat. Die eigentlich königsblauen Schalker werden in pink-violetten Trikots auflaufen. Ich bin mal gespannt, wie es ausschaut, dann am Körper. Und ich freue mich auch darauf. Jetzt fragen Sie sich bitte nicht, wie die Farbe heißt. Sieht auf jeden Fall gut aus. Bleibt zu hoffen, dass das Schalke-Trikot nicht der einzige Farbtupfer im Finale ist.